Welcome nach Wismar. Martin Kraut hier von Wismar Wired. Ein helligen Tag hier. Vielen Schnee haben wir diese Saison. Und es guckt aus wie eine ganz lange Saison. Wir haben viel Schnee noch über gehabt vom letztes Jahr. Und jetzt kommt noch mehr. Wir haben die letzten 10 Tage fast 1 Meter Schnee gekriegt. Und überall ist weiß und die Berge sind ganz weiß und das Skifahren ist super. Wie viele Trainingseinheiten haben Sie denn jetzt insgesamt schon hinter sich? Also wir sind seit dem 27. hier. Insgesamt sind es 9 Tage, wo wir hier sind. Und pro Tag haben wir eine Trainingseinheit absolviert mit jeweils 2 Fahrten. Ja, wir sind eigentlich sehr zufrieden. Wir sind auch sehr zuversichtlich. Es ist eine sehr komplizierte Bahn und wir hoffen, also das Training ist abgeschlossen, aber wir hoffen, dass das Rennen genauso gut vonstatten geht wie das Training. Es gab sehr wenig Stürze. Das, was wir befürchtet hatten, dass mehrere Teams stürzen, und das war nicht der Fall. Und von den Zeiten her, von den Rennbedingungen werden wir dann sehen. Die anderen Nationen wie die Russen oder die Schweizer, Kanadier sind natürlich sehr, sehr stark hier. Aber auch unsere Jungs, die ja noch etwas jung sind, brauchen sich nicht zu verstecken. Die jungen Wilden. Die jungen Wilden, ja. Maximilian Arndt hat im Training schon sehr gute Zeiten erreicht. Und lassen wir uns einfach mal überraschen. Es ist ein sehr anspruchsvoller Kurs. Es ist sehr, sehr schnell, besonders wenn die Temperaturen unter 8 Grad minus fallen. Die Eistemperatur und auch die Außentemperatur, die dann das Eis sehr, sehr hart macht. Und wenn es sehr, sehr hart ist, dann es ist wirklich sehr kompliziert und auch teilweise sehr gefährlich, hier herunterzufahren, speziell jetzt im Viererbob. Das heißt, wir kriegen ganz hohe Geschwindigkeiten? Wir kriegen sehr hohe Geschwindigkeiten. Wir hatten jetzt gestern bei dem Frauenrennen 146 km/h. Oh, und im Viererbob ist der Rekord bei 153,8 km/h. Und das sind dann nochmal ganz andere Geschwindigkeiten, die man gerade im unteren Bahnabschnitt dann zu absolvieren hat. Dieser untere Bahnabschnitt, der hat es natürlich sehr in sich. Die Kurvenkombination 11, 12, 13, die wird dann sehr anspruchsvoll. Und wenn man nur einen kleinsten Fehler hat, kann es passieren, dass man... Die entscheidet über Sieg und Niederlage. Die entscheidet über Sieg und Niederlage, ja. Und die entscheidet auch über Stürzen oder Weiterfahren. Wir wollen so wenig wie möglich Stürze und wir hoffen einfach das Beste. Was wiegt denn eigentlich so ein Bob? Was wiegt denn ein Zweier oder ein Vierer Bob? Jetzt ohne Mannschaft oder auch mit Mannschaft? Also der Zweier, der wiegt 170 Kilo. Bei den Männern wie bei den Frauen ist das Mindestgewicht. Alleine der Bob? Alleine der Bob wiegt 170 Kilo, ja. Und der Vierer wiegt 210, auch Mindestgewicht. Und was bringt dann so ein Bob mit unseren Sportlern? Und mit unseren Sportlern dürfen sie nicht schwerer sein als 390 Kilo. Die Männer, 340 Kilo, die Frauen. Und der Viererbob darf nicht schwerer sein als 630 Kilo. Gut, dann weiß man, wo die Geschwindigkeiten herkommen. Da kommen die Geschwindigkeiten her und die Drücke, ja. Die Bobfahrer an sich, wenn man sie jetzt mal an der Bahn so sieht, leibhaftig, dann sieht man schon, sie sind sehr, sehr kräftig und haben auch eine sehr hohe Schnellkraft. Sie können sehr schnell sprinten. Das sind alles die Hauptvoraussetzungen, die man für einen Bobstart natürlich braucht. Also sie sind sehr schnellkräftig und können den schweren Bob jetzt von null bis zur Höchstgeschwindigkeit in kürzester Zeit beschleunigen. Dazu bedarf es halt einer sehr hohen Kraft, Schnellkraft, Sprintfähigkeit. Vielen, vielen, vielen Dank. Bitte schön. War ganz ausgezeichnet, sehr interessant auch für mich. Vielen, vielen Dank. Freut mich zu hören. Was super bedeutet Wismar für euch? Ist sonnig, ist eine tolle Bobbahn. Und ich denke, das ganze Surrounding hier ist Weltklasse und fühlen uns super wohl. Oh, sehr schön. Die Bahn in Wismar, wie würdet ihr die denn charakterisieren? Ist das eine schwierige Bahn oder eher nicht? Ich denke, das ist besser, wenn du da was zu sagst, weil du bist der Pilot. Nee, ist eine schöne Bahn, es ist schön zu fahren, es ist eine sehr schnelle Bahn. Auch nicht ganz ungefährlich, hat 2, 3 kleine, sagen wir mal, tricky Stellen drin. Aber alles in allem ist für uns eine wirkliche Fun-Bahn. Also für die Bremser ist es nicht immer so schön. Es kann manchmal auch ganz schön wehtun, aber wenn der Pilot seine Sache gut macht, dann macht es auch Spaß. Ist da überhaupt noch Aufregung oder kriegt man da eine Routine rein? Schon mehr Routine, aber so ein bisschen Aufregung schadet nicht. So kurz vorm Start kribbelt es dann doch und dann geht's ab. Könnt ihr vom Bobsport leben oder müsst ihr in eurem normalen alltäglichen Leben tatsächlich noch einen Beruf ausführen?
Wir haben da super Grundlagen in Deutschland, haben durch die Bundespolizei und durch die Bundeswehr, haben einfach super Förderer. Wir sind jetzt bei der Bundeswehr angestellt, die uns einfach da die Basis und die Zeit geben, den Sport auszuüben. Und alles andere wird über Sponsoren wenig abgedeckt, aber im Großen und Ganzen ist das so eine super Sache und sind happy, dass wir diesen Sport machen können. Bei welcher Gruppengattung seid ihr denn? Ich bin Gebirgsjäger, also in den Bergen zu Hause. Ah, sehr schön. Ich bin, glaube ich, Funker. Glaube ich. Lange nicht da gewesen. Ja, beim Arbeitgeber. Okay, interessant. Wir danken euch ganz, 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 ganz toll und drücken die Daumen. Für heute und für morgen, glaube ich, ne? Genau. Okay. Vielen Dank. Alles, alles Gute. Ciao. Ciao. Hey. Ich bin blind, Junge! Und jetzt geht es gleich zum zweiten Lauf. Wie zufrieden bist du gewesen mit dem ersten? Also eigentlich schon sehr zufrieden. Wir hatten am Start einen kleinen, naja, was heißt Fehler, ist nicht ganz richtig. Bin ein bisschen komisch ans Gerät dran gelaufen, da hat es nämlich super gepasst. Ein, zwei Passagen bin ich ein bisschen getriftet, das war nicht ganz so schön, aber unten raus hat er echt sehr geil gepasst, der Lauf. Wir geben einfach nochmal alles und sind guter Dinge für den zweiten Lauf. Es ist auf jeden Fall eine Hochgeschwindigkeitsbahn mit anstrengenden, schweren Passagen für Piloten, gerade der untere Teil, wo man wirklich die Sinne beisammen nehmen muss, aber auch eine sehr, sehr schöne Bahn, gerade der obere Teil, wo man fahrisch doch sehr gefordert wird. Das ist eigentlich, mir gefällt es mir hier sehr gut. Ich bin bei der Thüringer Polizei beschäftigt, habe da dieses Jahr meine Ausbildung fertig gemacht, bin jetzt Polizeimeister. Werde von denen über den Winter freigestellt und im Sommer gehe ich dann ein paar Monate zum Arbeiten und versuche Verbrecher auf der Straße zu jagen. Und das ganz schön erfolgreich. Danke. Ich habe gerade zum ersten Mal in meinem Leben Live-Bob gesehen. Das ist Deutschland nach dem ersten Durchgang auch noch Erster. Das ist fantastisch. Liebe Grüße zu Hause nach Deutschland, nach Europa. Ich würde sagen, Deutschland rockt das hier und eine Weltmeisterschaft in 2 Wochen. Hi, I'm me from Whistler, with love. Cool.